Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, dem Ort, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister hatten Jesus zu Ehren ein Festessen vorbereitet. Martha trug auf, während Lazarus mit Jesus und den anderen zu Tisch saß. Maria aber nahm reines, kostbares Nardenöl, goss es Jesus über die Füße und trocknete diese mit ihrem Haar. Das ganze Haus duftete nach dem Öl. Judas Iskariot, einer von den Jüngern, der Jesus später verriet, sagte: Warum dieses Öl nicht verkaufen? Für 300 Silberstücke, hä? Und das Geld verteilen an die Armen. Er sagte das nicht etwa, weil er ein Herz für die Armen hatte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und griff oft zur eigenen Verwendung hinein. Lass sie in Ruhe. Dies Öl bewahrt sie für mein Begräbnis auf. Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Die große Menge der Leute in Jerusalem hatte inzwischen gehört, dass Jesus in Bethanien sei, und sie gingen dorthin. Sie kamen nicht nur seinetwegen, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Jesus vom Tod auferweckt hatte. Da beschlossen die führenden Priester, auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden dorthin und kamen zum Glauben an Jesus. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut: Gepriesen sei Gott. Heil dem, der in seinem Auftrag kommt. Heil dem König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es schon in den Heiligen Schriften heißt: Fürchte dich nicht, du Zionsstadt. Sieh, dein König kommt. Er reitet auf einem jungen Esel. Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt. Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. Die Pharisäer aber sagten zueinander: Ihr seht, wir können nichts ausrichten gegen ihn. Schaut nur, die ganze Welt läuft ihm nach. Unter denen, die nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten, befanden sich auch einige Nichtjuden. Sie gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm: Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Philippus sagte es Andreas, und die beiden gingen zu Jesus. Er antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, da der Menschensohn verherrlicht wird. Ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren.
Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Wer mir dienen will, muss mir folgen. Und wo ich bin, werden dann auch die sein, die mir gedient haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden. Mir ist jetzt sehr bange. Was soll ich tun? Soll ich sagen, Vater, lass diese Stunde an mir vorübergehen? Aber ich bin ja in diese Stunde gekommen, um sie durchzustehen. Vater, bring du deinen Namen jetzt zu Ehren. Da sagte eine Stimme vom Himmel, das habe ich bisher getan, ich werde es auch jetzt tun. Die Menge, die dort stand, hörte die Stimme. Und einige sagten, es hat gedonnert. Andere meinten, ein Engel hat mit ihm gesprochen. Diese Stimme wollte nicht mir etwas sagen, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt gestürzt. Ich aber werde von der Erde erhöht werden. Und dann werde ich alle zu mir ziehen. Mit diesem Wort deutete er an, welche Todesart er erleiden würde. Das Gesetz sagt, dass der versprochene Retter in alle Ewigkeit bleiben wird. Wie kannst du dann sagen, dass der Menschensohn erhöht werden muss? Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Das Licht wird noch kurze Zeit unter euch sein. Geht euren Weg, solange es hell ist, damit die Dunkelheit euch nicht überfällt. Wer im Dunkeln geht, weiß nicht, wohin der Weg führt. Haltet euch an das Licht, solange ihr es habt. Dann werdet ihr Menschen ganz von Licht erfüllt. Nachdem Jesus das gesagt hatte, ging er fort und verbarg sich vor ihnen. Obwohl er sich durch so große Wunderzeichen vor ihnen ausgewiesen hatte, schenkten sie ihm keinen Glauben. Aber es sollte so kommen, wie es der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem ist die Macht des Herrn sichtbar geworden? Sie konnten nicht glauben, weil Jesaja auch das vorausgesagt hat. Gott hat ihre Augen geblendet und ihre Herzen verschlossen. So kommt es, dass sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihrem Verstand nichts begreifen und nicht zu mir, dem Herrn, kommen, damit ich sie heile. Jesaja sprach hier von Jesus. Er konnte das sagen, weil er dessen Herrlichkeit geschaut hatte. Es gab sogar unter den Ratsmitgliedern viele, die zum Glauben an Jesus gekommen waren. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht öffentlich dazu. Denn sie wollten nicht aus der Synagogengemeinde ausgeschlossen werden. Der Beifall von Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung von Gott. Jesus rief laut: Wer mich annimmt, nimmt nicht mich an, sondern den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin in die Welt gekommen als das Licht, damit alle, die mich annehmen, nicht im Dunkeln sind. Die Menschen, die meine Botschaft hören und sich nicht danach richten, die werde ich nicht verurteilen. Ich komme nicht als Richter in die Welt, vielmehr als Retter. Wer mich zurückweist, meine Botschaft nicht annimmt, hat seinen Richter schon gefunden. Die Worte, die ich gesprochen habe, werden ihn am letzten Tag verurteilen. Es ist wahr, denn es stammt nicht von mir, was ich euch gesagt habe, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Er hat mir aufgetragen, was ich zu sagen habe. Und ich weiß, sein Auftrag bringt euch das ewige Leben. Ich sage euch genau das, was der Vater mir gesagt hat. Das Passafest stand bevor.
Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um. Und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der: Du willst mir die Füße waschen, Herr? Das kannst du jetzt noch nicht verstehen, was ich tue, aber später wirst du es. Niemals. Zu keiner Zeit sollst du mir die Füße waschen. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, wirst du nicht länger mein Jünger sein. Ja. Dann wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir die Hände und das Gesicht. Wer vorher gebadet hat, ist am ganzen Körper rein und braucht sich nicht mehr zu waschen. Bis auf die Füße. Ihr seid alle rein. Alle bis auf einen. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: Ihr seid alle rein. Alle. Bis auf einen. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt recht, das bin ich. Ich, euer Herr und Lehrer, habe euch gerade die Füße gewaschen. So sollte einer des anderen Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ich versichere euch, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als sein Auftraggeber. Das wisst ihr jetzt und dürft euch freuen, wenn ihr auch danach handelt. Ich meine nicht euch alle. Ich weiß, wen ich erwählt habe. Und in den Heiligen Schriften steht, einer, der mein Brot isst, tritt nach mir. Ich sage euch dies jetzt, bevor es eintrifft. Damit, wenn es eintrifft, ihr glaubt, dass ich bin, der ich bin. Ich versichere euch, wer einen Menschen aufnimmt, den ich gesandt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er ganz traurig und sagte ihnen ganz offen: Ich versichere euch,
Einer von euch wird mich verraten. Seine Jünger sahen sich ratlos an und fragten sich, wen er meinte. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, saß neben ihm. Simon Petrus machte ihm ein Zeichen. Frag du ihn, von wem er spricht? Da rückte er näher an Jesus heran. Herr, wer ist es? Ich tauche ein Stück Brot in die Schüssel und gebe es ihm. Der ist es. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Sobald Judas das Brot genommen hatte, nahm der Satan ihn in Besitz. Beeile dich und tu, was du musst. Keiner von den übrigen am Tisch begriff, was er da gesagt hatte. Weil Judas das Geld verwaltete, dachten manche, Jesus habe ihn beauftragt, die nötigen Einkäufe für das Fest zu machen. Oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Nachdem Judas das Stück Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Als Judas gegangen war, sagte Jesus: Jetzt gelangt der Menschensohn zu seiner Herrlichkeit. Und durch ihn wird die Herrlichkeit Gottes offenbar. Und wenn Gottes Herrlichkeit durch ihn sichtbar ist, dann wird Gott ihm auch seine eigene Herrlichkeit schenken. Und das wird bald geschehen. Meine Kinder, ich bin nicht mehr lange bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber ich kann euch nur wieder sagen, was ich schon früher sagte. Ihr könnt nicht hingehen, wo ich hingehe. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebet einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wohin willst du gehen, Herr? Wo ich hingehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Aber später wirst du mir folgen. Herr, warum kann ich jetzt nicht mit dir gehen? Ich bin bereit, für dich zu sterben. Du bist für mich zu sterben bereit? Ich versichere dir, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen, sagen, du kennst mich nicht. Du musst nicht darüber erschrecken. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und ich gehe jetzt, einen Platz für euch zu bereiten. Ich würde es euch nicht sagen, wenn dem nicht so wäre. Und wenn ich fort bin, euch den Platz bereitet habe, komme ich zurück und nehme euch zu mir, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ihr kennt den Weg zu dem Ort, an den ich gehe. Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als durch mich. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Herr, zeige uns den Vater. Mehr brauchen wir nicht. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen und du sagst, zeig ihn uns? Glaubst du nicht, dass du in mir dem Vater begegnest? Was ich zu euch gesprochen habe, das stammt nicht von mir. Der Vater vollbringt durch mich.
seine Werke. Glaubt mir, wenn ich sage, ich lebe im Vater und der Vater lebt in mir. Wenn ihr das nicht könnt, glaubt mir wegen dieser Taten. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird tun, was ich tue. Ja, er wird sogar noch Größeres tun als ich. Denn ich werde zum Vater gehen. Und ich werde tun, um was immer ihr mich bittet, in meinem Namen. So wird des Vaters Herrlichkeit sichtbar durch den Sohn. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich eure Bitte erfüllen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Ich lasse euch nicht allein. Ich komme wieder zu euch. Es dauert noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich dann sehen. Und ihr werdet leben, weil ich lebe. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, ich lebe in meinem Vater und ihr in mir. Und ich in euch. Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren. Judas, nicht der Judas Iskariot, sagte: Herr, warum willst du deine Herrlichkeit nur uns zeigen und nicht der Welt? Der, der mich liebt, wird meiner Lehre folgen. Dann wird ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, befolgt meine Lehre nicht. Doch die Lehre, die ihr hört, kommt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Ich habe euch dies gesagt, solange ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Frieden gebe ich euch zum Abschied. Es ist mein eigener Frieden, den ich euch gebe, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Ihr habt gehört, was ich zu euch sagte. Ich verlasse euch und werde wieder zu euch kommen. Wenn ihr mich wirklich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn er ist größer als ich. Ich habe euch das jetzt alles gesagt, bevor es eintrifft, dass, wenn es eintrifft, euer Glaube fest bleibt. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, weil der Herrscher dieser Welt schon auf dem Weg ist. Er hat keine Macht über mich, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe. Darum handle ich so, wie es mir mein Vater aufgetragen hat. Und nun steht auf. Wir wollen gehen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt. Aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir vereint. Dann bleibe auch ich mit euch vereint. Eine Rebe kann nicht Frucht bringen aus sich selbst. Sie kann es nur, wenn sie am Weinstock bleibt. Nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen. Ich bin der Weinstock. Und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden ist, wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer nicht mit mir vereint ist, wird wie eine abgestorbene Rebe vertrocknen. Solche Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr mit mir vereint bleibt, meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und ihr werdet es erhalten. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Ich liebe euch, so wie der Vater mich liebt. Bleibt in dieser Liebe. Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe. Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Dies ist mein Gebot. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut.
Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen. Frucht, die Bestand hat. So gilt auch, der Vater wird euch alles geben, was ihr in meinem Namen erbittet. Dieses eine Gebot gebe ich euch. Liebet einander. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich zuerst gehasst hat. Die Welt würde euch als ihre Kinder lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Aber ich habe euch aus der Welt herausgerufen und ihr gehört nicht zu ihr. Aus diesem Grund hasst euch die Welt. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Kein Diener ist größer als sein Herr. Wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und so viel oder so wenig, wie sie sich nach meinem Willen gerichtet haben, werden sie sich auch nach dem euren richten. Das alles werden sie euch antun, weil ihr euch zu mir bekennt. Sie kennen nämlich den nicht, der mich gesandt hat. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte. So aber haben sie keine Entschuldigung mehr. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht Taten unter ihnen vollbracht hätte, die noch keiner getan hat. Doch sie haben diese Taten gesehen und hassen mich trotzdem. Mich und meinen Vater. Aber das muss so sein, damit in Erfüllung geht, was in ihrem Gesetz steht. Ohne jeden Grund haben sie mich gehasst. Der Helfer wird kommen, der an meine Stelle tritt. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin, und er wird als Zeuge über mich aussagen. Und auch ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Ich habe euch dies gesagt, damit ihr nicht an mir irre werdet. Sie werden euch aus den Synagogengemeinden ausschließen. Es wird sogar so weit kommen, dass alle, die euch töten, es als einen Opferdienst zu Ehren Gottes verstehen. Das alles werden sie euch antun, weil sie weder mich noch den Vater erkannt haben. Aber ich habe es euch gesagt. Wenn es eintrifft, werdet ihr an meine Worte denken. Ich habe euch dies alles zu Anfang nicht gesagt, weil ich ja bei euch war. Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. Ihr seid nur traurig, weil ich euch dies gesagt habe. Aber ich versichere euch, es ist besser für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, kommt der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden. Und er wird meine Stelle einnehmen. Wenn er kommt, wird er gegen die Welt auftreten. Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was Gericht. Die Sünde besteht darin, dass sie mich ablehnen. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott mir das Recht gibt. Denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das Gericht aber besteht darin, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Ich hätte noch vieles zu sagen, doch das würde euch jetzt überfordern. Aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird euch nur sagen, was er hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Darum habe ich gesagt, was der Geist an euch weitergibt, hat er von mir. Noch kurze Zeit und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Noch eine kurze Zeit und ihr seht mich wieder. Unter seinen Jüngern erhob sich die Frage, wie sollen wir das verstehen? Und das andere Wort, ich gehe zum Vater. Was bedeutet eine kurze Zeit? Wir verstehen nicht, was er sagt. Jesus wusste schon, dass sie ihn fragen wollten. Ich sagte, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Noch eine kurze Zeit und ihr seht mich wieder.
Ist es das, worüber ihr euch Gedanken macht? Ich versichere euch, ihr werdet jammern und weinen. Und die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wenn eine Frau gebären wird, ist sie traurig, weil die Stunde ihres Leidens kommt. Doch wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr daran. Sie ist überglücklich, weil ein Mensch geboren worden ist. So wird es auch mit euch sein. Jetzt seid ihr traurig. Aber wir werden uns wiedersehen. Und euer Herz wird voller Freude sein. Und diese Freude, die wird euch niemand mehr nehmen können. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Ich versichere euch, der Vater wird euch geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und euch wird gegeben, damit eure Freude vollkommen ist. Ich habe euch dies alles in Andeutungen gesagt, die euch rätselhaft erscheinen müssen. Die Stunde kommt, dass ich unverhüllt zu euch über den Vater spreche. Dann werdet ihr ihn in meinem Namen bitten. Ich sage aber nicht, dass ich dann den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater liebt euch. Er liebt euch, weil ihr mich liebt und nicht daran zweifelt, dass ich von Gott gekommen bin. Ich bin vom Vater in die Welt gekommen. Jetzt verlasse ich die Welt wieder und gehe zum Vater. Da sagten seine Jünger zu ihm: Nun sprichst du offen zu uns, nicht mehr in Rätseln. Jetzt haben wir verstanden, dass du alles weißt. Du weißt schon vorher, was man dich fragen möchte. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Ihr meint, ihr glaubt? Die Stunde kommt, sie ist schon da, dass man euch auseinandertreiben wird. Jeder wird nur noch an sich selbst denken. Und mich werdet ihr allein lassen. Trotzdem bin ich nicht allein, weil mein Vater bei mir ist. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen. Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraust, ewiges Leben schenkt. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du aus der Welt ausgesondert und mir anvertraut hast. Dir haben sie schon immer gehört. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet und wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt. Ich habe ihnen die Worte weitergesagt, die du mir gegeben hast. Und sie haben sie aufgenommen. Sie haben erkannt, dass ich wirklich von dir komme. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir anvertraut. Denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und dein Eigentum ist auch mein Eigentum. Durch sie wird meine Herrlichkeit sichtbar. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben in der Welt. Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in deiner göttlichen Gegenwart beschützt und bewahrt. Keiner von ihnen ist verloren gegangen, nur der eine, der verloren gehen musste, damit sich die Voraussage der Heiligen Schriften erfüllt. Jetzt bin ich auf dem Weg zu dir. Ich sage dies, solange ich noch bei ihnen bin, damit meine Freude ihnen zuteil wird in ganzer Fülle. Ich gab dein Wort an sie weiter und die Welt hasst sie, denn sie gehören nicht zur Welt, ebenso wie ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. So wie ich nicht zu dieser Welt gehöre, gehören auch sie nicht zu ihr. Weihe sie zu deinem Dienst durch die Wirklichkeit. Dein Wort ist Wirklichkeit.
Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Ich weihe mein Leben für sie zum Opfer, damit sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und zum Dienst geweiht sind. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns sein. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie ebenso liebst wie mich. Vater, du gabst sie mir. Und ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gabst, weil du mich schon liebtest, bevor die Welt entstand. Du bist gerecht, Vater. Die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist, und werde es weiter tun. So wird die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllen. Und ich werde in ihnen leben. Nachdem Jesus dies gesagt hatte, brach er mit seinen Jüngern auf. Sie überquerten den Kidron-Bach. Auf der anderen Seite befand sich ein Garten, und Jesus ging mit seinen Jüngern hinein. Der Verräter Judas kannte diesen Ort gut, denn Jesus war dort oft mit seinen Jüngern zusammen gewesen. Er nahm also die Soldaten der römischen Besatzung und einige Gerichtspolizisten, die von den führenden Priestern und Pharisäern mitgeschickt wurden, und kam dorthin. Die Männer waren bewaffnet und trugen Fackeln und Laternen. In vollem Wissen, was nun mit ihm geschehen würde, ging Jesus auf sie zu und fragte: Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Der Verräter Judas stand bei ihnen. Als Jesus zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr? Wer ist es? Jesus von Nazareth. Ich habe euch schon gesagt, ich bin es. Wenn ihr auf der Suche nach mir seid, dann lasst diese hier gehen. So bestätigte sich, was Jesus früher gesagt hatte: Von denen, die du mir gegeben hast, Vater, habe ich keinen verloren. Simon Petrus hatte ein Schwert. Er zog es, holte gegen den Bevollmächtigten des obersten Priesters aus und schlug ihm das rechte Ohr ab. Der Bevollmächtigte hieß Malchus. Steck dein Schwert weg! Diesen Kelch hat mein Vater für mich bestimmt. Muss ich ihn dann nicht trinken? Die römischen Soldaten mit ihrem Kommandanten und die Gerichtspolizisten verhafteten Jesus, fesselten ihn und brachten ihn zuerst zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Kaiaphas, der in jenem Jahr das Amt des obersten Priesters ausübte. Kaiaphas war es, der den Ratsmitgliedern klargemacht hatte, dass es von Vorteil sei, wenn ein einziger für das ganze Volk sterbe. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Der andere Jünger war mit dem obersten Priester gut bekannt, deshalb konnte er mit Jesus bis in den Innenhof des Hauses gehen. Petrus blieb draußen am Tor stehen. Der andere Jünger, der Bekannte des obersten Priesters, kam wieder zurück, verhandelte mit der Pförtnerin und nahm dann Petrus mit hinein.
Bist du nicht auch ein Jünger von diesem Menschen? Nein, bin ich nicht. Es war kalt. Die Diener des obersten Priesters und die Gerichtspolizisten hatten deshalb ein Holzkohlenfeuer angezündet, standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus ging hin, stellte sich zu ihnen und wärmte sich auch. Der oberste Priester fragte Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Jesus antwortete: Ich habe immer offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe in den Synagogen gelehrt und im Tempel, wo sich alle Juden treffen. Und nichts war geheim, was ich sagte. Warum fragst du dann mich? Warum fragst du nicht die Leute, die meine Worte gehört haben? Sie wissen es. Wie kannst du es wagen, so mit dem obersten Priester zu sprechen? Wenn ich etwas Unrechtes sagte, dann lass mich wissen, was es war. Bin ich aber im Recht mit dem, was ich sagte? Warum schlägst du mich dann? Hannas schickte darauf Jesus in Fesseln zum obersten Priester Kaiaphas. Simon Petrus stand noch immer beim Feuer und wärmte sich. Da sagten die anderen zu ihm: Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Nein, bin ich nicht. Petrus leugnete es. Ein Diener des obersten Priesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte: Sah ich dich nicht bei ihm im Garten? Nein. Wiederum stritt Petrus es ab. Und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Die führenden Priester brachten Jesus am frühen Morgen von Kaiaphas zum Palast des römischen Statthalters. Sie selbst gingen nicht in den Palast hinein, weil sie nicht unrein werden wollten. Sonst hätten sie nicht am Passamahl teilnehmen können. Pilatus kam zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen ihn? Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht übergeben. Dann nehmt ihr ihn doch und verurteilt ihn nach euren Gesetzen. Uns ist nicht erlaubt, jemanden hinzurichten. So ging in Erfüllung, was Jesus gesagt hatte, als er von der Art seines Todes sprach. Pilatus ging in den Palast zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragst du mich das? Oder haben dir andere von mir erzählt? Bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Wäre es von dieser Welt, hätten mich meine Gefolgsleute verteidigt. Mich davor bewahrt, dass ich den Juden in die Hände falle. Nein. Mein Königtum ist von anderer Art. Du bist also doch ein König. Ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um als Zeuge für die Wahrheit einzutreten. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Wahrheit, was ist das? Pilatus ging wieder zu den führenden Priestern hinaus und sagte zu ihnen: Ich kann keinen Grund finden, ihn zu verurteilen. Aber es ist der Brauch, dass ich euch jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freilasse. Soll ich euch den König der Juden freigeben? Nein! Nein! Wir wollen Barabbas! Nein, den Barabbas! Barabbas!
Barabbas aber war ein Straßenräuber. Da ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Die Soldaten flochten aus Dornenzweigen eine Krone und setzten sie Jesus auf. Sie hängten ihm einen purpurnen Mantel um, traten vor ihn hin und riefen: Hoch lebe der König der Juden! Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Darauf ging Pilatus noch einmal zu ihnen hinaus und sagte: Hört, ich bringe ihn noch einmal heraus zu euch, dass ihr seht, dass ich keinen Grund finden kann zu seiner Verurteilung. Da, seht ihn euch an, den Menschen. Als Jesus herauskam, trug er die Dornenkrone und den purpurfarbenen Mantel. Ans Kreuz mit ihm! Kreuzigt ihn! Kreuzigt ihn! Kreuzigt ihn! Kreuzigt ihn! Kreuzigt den Mann! Kreuzigt diesen Menschen! So nehmt ihn denn und kreuzigt ihn selbst. Ich kann keinen Grund finden, ihn zu verurteilen. Er hat sich zu Gottes Sohn erklärt. Unser Gesetz verlangt dafür seinen Tod. Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Er ging in den Palast zurück und fragte Jesus: Woher kommst du? Jesus antwortete ihm nicht. Willst du nicht mit mir reden? Ich habe die Macht, dich freizulassen, vergiss das nicht. Aber auch die Macht, dich kreuzigen zu lassen. Die hättest du nicht über mich, wenn Gott sie dir nicht gegeben hätte. Dir ausgeliefert haben, trifft darum die größere Schuld. Wegen dieser Worte versuchte Pilatus noch einmal, ihn freizulassen. Wenn du ihn freilässt, erweist du dich nicht als Freund des Kaisers. Wer sich zum König erklärt, rebelliert gegen Roms Kaiser. Das hörte, ließ er Jesus herausführen. Er setzte sich auf den Richterstuhl an der Stelle, die Steinpflaster heißt, auf Hebräisch Gabbata. Es war der Tag vor dem Passafest, etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den anwesenden Juden: Da ist euer König. Weg mit ihm! Ja. Weg mit ihm! Kreuzigt ihn! Kreuzigt ihn! Ja,
Ihr verlangt von mir, euren König zu kreuzigen? Der einzige König, den wir haben, ist der Kaiser in Rom. Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus und gab ihn frei zur Kreuzigung. Die Soldaten übernahmen Jesus. Er trug selber sein Kreuz aus der Stadt hinaus, bis zum genannten Schädelplatz. Auf Hebräisch heißt er Golgotha. Dort nagelten sie Jesus ans Kreuz und mit ihm noch zwei andere, den einen links, den anderen rechts und Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen. Darauf stand: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der Ort, wo Jesus gekreuzigt werden sollte, war nicht weit von der Stadt entfernt. Deshalb lasen viele Juden diese Aufschrift. Sie war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester sagten zu Pilatus: Schreib nicht der König der Juden, sondern: Dass dieser Mann behauptet hat, ich bin der König der Juden. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten, nahmen sie seine Kleider und teilten sie in vier Teile. Jeder erhielt einen Teil. Das Untergewand aber war aus einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerreißen. Das Los soll entscheiden, wer es bekommt. So trat ein, was in den heiligen Schriften vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, mein Gewand haben sie verlost. Genau das taten die Soldaten. Nahe bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und deren Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Jesus sah seine Mutter dort stehen und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte. Er ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Jesus wusste, dass nun alles zu Ende gebracht war. Aber damit die Voraussagen der heiligen Schriften vollends ganz in Erfüllung gingen, sagte er: Ich habe Durst. In der Nähe stand ein Gefäß mit Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Isopstengel und hielten ihn Jesus an die Lippen. Jesus nahm davon. Es ist vollendet. Dann ließ er den Kopf sinken und gab sein Leben in die Hände des Vaters zurück. Es war Freitag, der Vorbereitungstag für den Sabbat.
Die führenden Priester wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben. Darum baten sie Pilatus, ihnen die Beine brechen zu dürfen und die Toten dann wegschaffen zu lassen. Der kommende Sabbat war außerdem ein ganz besonders hoher Feiertag. Die Soldaten gingen hin und brachen die Beine der beiden Männer, die mit Jesus zusammen gekreuzigt worden waren. Als sie zu Jesus kamen, merkten sie, dass er schon tot war. Darum brachen sie seine Beine nicht. Aber einer der Soldaten stach ihm mit seinem Speer in die Seite. Da kam Blut und Wasser heraus. Der Jünger, der dies gesehen hat, hat es bezeugt. Was er sagt, ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt. Deshalb könnt ihr auch euren Glauben darauf gründen. Das geschah, damit eintraf, was in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Sie werden ihm keinen Knochen brechen. Und an einer anderen Stelle heißt es, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Als das geschehen war, bat Josef aus Arimathäa Pilatus um die Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war ein Jünger von Jesus, aber nur heimlich, weil er vor den führenden Männern Angst hatte. Pilatus überließ ihm den Toten und Josef ging und nahm ihn vom Kreuz ab. Auch Nikodemus, der Jesus anfangs einmal bei Nacht aufgesucht hatte, kam dazu. Er brachte ungefähr 100 Pfund Myrrenharz mit Aloe. Die beiden nahmen den Leichnam von Jesus und wickelten ihn mit den Duftstoffen in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht. Nahe bei der Stelle, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten. Darin war eine neue Grabkammer, in der noch niemand gelegen hatte. Dort hinein legten sie Jesus, weil es für die Juden der Vorbereitungstag für den Sabbat war und das Grab in der Nähe lag. Am Tag nach dem Sabbat kam Maria aus Magdala in aller Frühe zum Grab, als es noch dunkel war. Sie sah, dass der Stein vom Eingang des Grabes entfernt war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Petrus und der andere Jünger machten sich auf den Weg zum Grab. Sie liefen miteinander los, aber der andere Jünger lief schneller als Petrus und war als erster am Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, aber er ging nicht hinein. Als Simon Petrus nachkam, ging der sofort in die Grabkammer. Er sah die Leinenbinden und das Tuch, mit dem sie Jesus das Gesicht bedeckt hatten. Dieses Tuch lag nicht bei den Binden, sondern war getrennt davon zusammengelegt. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Denn sie hatten die heiligen Schriften noch nicht verstanden, in denen doch steht, dass Jesus vom Tod auferstehen muss. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende und einer am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragten die Engel. Sie haben meinen Herrn fortgetragen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus. Aber sie wusste nicht, dass er es war. Frau, warum weinst du? Wen suchst du?
Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm: Wenn du ihn fortgenommen hast, Herr, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast, weil ich ihn holen will. Maria. Sie wandte sich zu ihm und sagte: Rabboni. Das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt. Aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir: Ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündete: Ich habe den Herrn gesehen, und richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Frieden sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen: Frieden sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Er hauchte sie an und sagte: Ihr habt den Heiligen Geist empfangen. Vergebt ihr einem Menschen, der gesündigt hat, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meinen Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite lege, werde ich das niemals glauben. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte: Frieden sei mit euch. Leg deine Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seite. Hör auf zu zweifeln und glaube. Mein Herr und mein Gott. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die glauben, auch wenn sie mich nicht sehen. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die nicht in diesem Buch stehen. Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt in dem Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das Leben. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so: Einige von ihnen waren dort am See beisammen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen: Ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagten sie. Gemeinsam gingen sie zum See und stiegen ins Boot. Aber während der ganzen Nacht fingen sie nichts. Es wurde schon Morgen, da stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische?
Nicht einen einzigen! Werft euer Netz an der rechten Bootseite aus. Dort werdet ihr welche finden. Sie warfen das Netz aus und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, sagte zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, warf er sich das Obergewand über, band es hoch und sprang ins Wasser. Er hatte es nämlich zum Arbeiten abgelegt. Die anderen Jünger ruderten das Boot an Land. Es waren noch etwa 100 Meter und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie ein Holzkohlenfeuer mit Fischen darauf. Auch Brot lag dabei. Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen. Genau 153. Aber das Netz riss nicht, obwohl es so viele waren. Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus brach das Brot und verteilte es unter sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte, seit er vom Tod auferstanden war. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die hier mich lieben? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Leite meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte: Liebst du mich? Er sagte zu ihm: Ja. Du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich versichere dir, als du jung warst, hast du dir selbst den Gurt gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Dann sagte Jesus zu ihm: Folge mir. Petrus drehte sich um und sah hinter sich den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, der während des letzten Males ihn gefragt hatte: Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: Herr, was geschieht mit ihm? Wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge mir. Deswegen verbreitete sich in der Gemeinde das Gerücht, dass der andere Jünger nicht sterben werde. Aber Jesus hatte nicht gesagt, dass er nicht sterben werde, sondern: Wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Dieser Jünger ist es, der alles bezeugt, was in diesem Buch steht. Er selbst hat es niedergeschrieben, und wir wissen, dass er die Wahrheit sagt. Es gibt noch vieles andere, was Jesus getan hat.
Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich denke, die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden müssten.